So, hallo und willkommen zurück zur zweiten Folge von Widget. Ich bin der Hi. Turbo. Dich hat keiner gefragt, Locke. Das ist übrigens der Locke. Ich bin die Locke. Ja. Und das Ich Müsli bin läuft hier gerade rum und ist gerade auf Hexenjagd. Ich habe mich freiwillig geopfert, damit ich euch mal zuerst einen kleinen Übersicht als Spectator über diesen Level geben kann. Mal der Müsli über die Schulter schauen kann. Bitte Also, nicht, das ist peinlich. ein bisschen schon, aber für mich hat's gereicht. Das stimmt. Ja, das Was stimmt. Wie hast sagt du das das über dich geschafft? aus? Er hat sich halt vergessen zu tarnen. Ach, das sind Details. Ich bin einfach so unauffällig normalerweise in meiner ganzen Persönlichkeit und Gestalt, dass ich dachte, damit komme ich durch. Aber dem war Ah, ich nicht so. glaube, da ist irgendein Hunter auf dem Dach, kann das sein? Irgendein Hunter backt auf jeden Fall gerade hier die Sachen ineinander und hat sich offensichtlich gerade selbst eingemauert. Kann das sein? Ah, das ist eine Ja, Tür. schon so ein bisschen. Ich komme. Ah, okay, Sehr. jetzt bin ich raus. Ja, schön. Hast du fein gemacht. Ich, ja. So, wo hat sich denn hier der Rest versteckt? Das ist eine gute Frage. Hallo, Tja, Rent. das wüsstest du wohl gerne, ne? Total gern, ehrlich gesagt. Ja, ziemlich. Ja, du hast ja noch nur fast eine Minute Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, ne? Das ist nicht so viel Zeit. Vielleicht ist Versuch es mal, ob ich hier ja rein kann. ein Buch? Das ist ja so ein bisschen das Standard-Versteck in dem Level. Das ist voll das langweilige Versteck. Es ist das In der absolut Bücherei langweilige Versteck, aber ein Buch zu nach wie sein. vor ist es gut. Zum Beispiel eins, das hier so vorbeifliegt. Ja. Und das du jetzt verloren hast. Oh je. Gut, dass es nochmal vorbeikommt. Ja. Huch, Komm schon! bleib stehen. Komm schon, Buch! Begatte hier gerade das eine Prop. Los, geh Ich weg, hab den Prop! Town-Rap getötet. Oh nein, der wird jetzt rappen. Oh, wie schlimm. Oh, sehr traurig. Jetzt haben wir Es leider spukt, nicht Locke glaube bei ich. seinem Paarungsritual der Kerzen betrachten können. Jetzt kann ich mal. Voll gut. Okay. Das ist ja schlimmer als Du ein hast dich Hexenschwert. 200 Meter bewegt, Locke. Ja, ich habe mich die ganze Zeit hin und her bewegt. Du warst ja nicht da. Das ist mehr, als es sich normalerweise am Tag bewegt. Hey, heute war ich sogar wieder draußen. Das war der eine Tag, wo ich mal wieder musste. Oh. Und wie Weißt war's du ja. so? Ja, es war ziemlich ungewohnt. Ich bin Hunter. Ver bin voll gut, ich töte euch alle. So, Okay. erstmal räumen wir ein bisschen die Bude hier auf. Damit es so aussieht wie bei mir zu Und Hause. ebnet mir nicht mehr die gleichen Verstecke. Ich schaue euch übrigens von hier oben zu. Ich sag's nur so. Okay, also da oben ist eine Hexe. Okay, ist noch irgendwie keiner irgendwie richtig getarnt. Mich Oh, verarschen? da komme ich ja gar nicht hoch. Muss ich wohl offensichtlich was Besseres einfallen lassen. Na super, das hat es jetzt echt gebracht. Das klingt ziemlich nah. Scheiße, selbst die fünfte war nicht, war echt? Glaube ich doch gar nicht. Nee, ihr seid nicht so gut, ihr seid nicht hier hochgekommen. Geh dann mal. Zu blöd, Nur aber auch. Turbo, du bist gegangen. In Gegangen Retrospektive worden. finde ich es ganz gut, dass ich es nicht geschafft habe, oben auf die Balustrade zu kommen, was der eigentliche Plan war. Ja, irgendwie dachte ich, vielleicht seid ihr ja mal so gut und seid auf der Balustrade. Oh, das war gut. Der Locke ist einfach ein guter Hunter. Er hat so einen direkten Sinn, was das angeht. Bam, Gottkanzler, just died. War wohl doch Instantly. nicht so göttlich. So. Du hast ihm gezeigt, dass auch ein Gott bluten kann. Ja, ich gucke halt, wo würde ich mich verstecken? What would Und Locke? Oh dann nein, er ist direkt gegangen. Oh. Rage Quits? manchmal lasse ich. Kann Vielleicht. ich verstehen. Was gibt's denn Schlimmeres und Enttäuschenderes, als einfach so in der Gegend rumzulegen und plötzlich schmeißt jemand mit Stein auf dich? Und dann Was ist denn stirbst da du und los? dann bist du sauer. Und alles Mögliche! Tote Panik Tanker, Switches! alter Schädel, der hat aber noch mal einen rausgehauen, Fuck, ich bin die du. Letzte, die übrig ist und es sind noch 2 Minuten. Das finde ich doof. So. Na, gleich schon am Hyperventilieren? Nur ein bisschen. Oh. Hast du gerade echt. Eine Birne. Interessant. Sehr interessant. Huhn, was hängst du da so blöd rum? Mal was Sinnvolles.
Warum gibt es kein Fernsteuerungshuhn, das man so durch die... Das wäre cool. So ein Remote-Huhn. Ja, ein Remote-Huhn. Ehrlich, wer richtet dann so eine Bücherei ein mit brennenden Kerzen in einem Bücherschrank? Jemand, der Bücher nicht sehr mag. Oder der auf die Versicherungsprämie scharf ist. Oh, jetzt ist meine große Bibliothek abgebrannt. Sowas Blödes aber auch. Da waren ganz tolle, teure Bücher drin. Natürlich. Klassiker von historischem Ausmaß. Einmalige Müsli wird Originale. Jetzt schwer. Ich will jetzt nicht spoilern. Ja. Ich hab Angst. Sterbt! Sterbt, ihr Tische und Stühle und Bücher! Ihr habt es alle nicht verlebt zu dienen. Ich habe gerade doll zu dienen. Angst. Verdient zu leben. So nah und doch so fern. Oder so fern und doch so nah? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Aber schaut euch mal die Fähigkeiten von dem Spectator Nico an. Der hat die Rumsbums-Fähigkeit. Und die macht? Die heißt nicht wirklich so. Das ist die, wo dann der Hunter so einen Bauchklatscher macht und alle Hexen in der Umgebung trifft. So Ariel. Cool. Aber dafür muss er sein Hühnchen aufgeben. Das stimmt. Und das ist schon ziemlich hart, wenn man sich hier anguckt, was in diesem Level da so rumsteht. Das und ist krass, ne? Vor allem, wenn dieses Level zum Beispiel ist ja eigentlich auch recht begrenzt. Da bist du ohne Hühnchen schon am Arsch. Fuck off! Jetzt wird's aber eng! Er weiß ja, dass er nah ist, aber er hat keine Chance. Da wäre ihr Preis gewesen! Nein! Hey, wie gut! Super gutes Versteck, Müsli. Das war ziemlich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das Huhn auch da unten ausschlägt, wenn du da oben bist. Huhn schlägt generell ebenenunabhängig aus. Ah, fuck, wieder was gelernt. Mist. Keine Line of Sight. Bug oder Feature? Schon gut. Aber immerhin, ich habe mich nicht ganz blamiert. Das ist wohl wahr. Der Mushroom ist ja ziemlich blöd. Ja, ich weiß es noch nicht so genau. Schon mal probiert? Ich habe das schon mal gesehen. Ich bin noch mal als Hunter reingelaufen. Da verkehren sich halt so, also die deine Steuerung verdreht sich dann so ein bisschen. Aber jetzt nicht so geil wie wegfliegen, ehrlich gesagt. Ja, das ist wahr. Wegfliegen. Das brauchst du einfach schon echt oft. Das ist wahr. Ich weiß also nicht, was man ohne den Arsch retten. Ich bin schon wieder der Hunter. Was man ohne Fliegen machen sollte. Oh. Vor allem jetzt in einer riesigen Stadt. Also freuen sich Leute, wenn sie sowas sein dürfen. Statt einfach da nur als Prop in der Gegend rumzuliegen. Zu hoffen, dass alle Leute um dich rum so blöd sind, dich nicht zu finden. Ich glaube, in diesem Spiel freut sich keiner Hunter zu sein. Schön, dass es irgendwie elementarer alleine Teil dieses Spiels ist. Alleine Hunter ist echt schwierig. Das ist wahr. Oh, ich war eben was ziemlich Cooles. Vielleicht kann ich das wieder sein. Ich muss es nur finden. Ohne mich erwischen zu lassen. Willst du nochmal ein Klohäuschen sein? Nee. Ich würde es dir jetzt gern verraten, aber... Oh, da ist es. Ja, sowas ähnliches. Aber nah dran, aber... Mag's trotzdem. Bin einfach ein scharfer Typ. Und ich habe definitiv den längsten Stiel. Bist du Besen? Na gut, okay, der hat noch einen längeren. Ich dachte, da ist irgendwas. Da war gar nichts. Mist. Nur gelogen. Alles Lüge. Fake News. Alles gelogen. Fake News. Alles geklaut. Ah, da fliegen die Hühnchen. Das Hühnchen. Aber auch das wird ihm nichts bringen. Oh doch, es bringt ihm definitiv was. Wie du das Hühnchen einfach gegen ihn geworfen hast. Nein! Ah, kill it! With fire! Hast du gemacht. Noch. Ich würde ja gerne nicht nur die Witches so als Umriss sehen, sondern auch den Hunter. Das wäre zu einfach. Das ist ja schon sehr spannend so. Tja.
Wenn diese verdammten Hexen sich nicht immer dauernd noch bewegen würden. Und eigentlich abgegraste Areas wieder potenziell Hexen enthalten könnten. Sowas aber auch. Zu blöd. Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter. Das solltest du vielleicht mal tun. Hier. Ich trau mich nichts zu sagen, ihr könnt es hören. Ziemlich viele Props. Das ist generell in dieser Map so, würde ich sagen. Ich glaube, es ist so ziemlich in allen Maps so. Ich würde vermuten, dass da ein... dass das ein Grund Mist, hat. Was? Oh, das war nett von ihm. Jetzt kommt die Latenzspitze. Wisst ihr was? Kennt ihr Viscera Cleanup Detail? Dieses Spiel, in dem man einen Weltraumhausmeister spielt und nach einer blutigen Szenerie die Gedärme und Überreste von irgendwelchen Actionspielen wieder aufräumt. Ich finde, die sollten einen Joint Venture mit Widget machen. Moment, also du räumst den Dreck auf, nachdem du... Hä? Nein, du hast eine riesige Station, wo überall Gedärme, Blut, abgetrennte Arme etc. rumliegen und eines davon ist die Witch! Ah! Und dann könntest du sie tatsächlich verbrennen, indem du sie in den Incinerator wirfst. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Das ist sehr lieb von dir. Kein Grund dazu. Nein. Ich helfe nur den Entwicklern. Ich glaube, dieses lange Rumstehen als Prop bekommt dem Turbo nicht sonderlich gut. Nee, ich glaube auch. Nee, da kriege ich Höhenflüge. Huch. Tja. Könntest du hattest deine Chance, mich zu sehen. Ja, ich hab's vorbei. Gesehen, ich hab's gehört, aber... His spider senses are not tingling. Schade. Where are you? Show me. I'm a flying lady bitch. Du guckst mich die ganze Zeit an und ich... Du guckst mich die ganze Zeit an und ich hab die ganze Zeit Schiss, dass du mich jetzt noch triffst. Hä? Wo warst du denn? Ich war die Axt auf dem Dach. Ach, die Axt. Ja gut, aber ich war doch nicht auf diesem Dach. Du warst die ganze Zeit auf dem Dach? Nee, ich bin die ganze Zeit irgendwie hinter dir hergeflogen. Ah, ja, und bin in die Gebiete gegangen, in denen du gerade gesucht hast, also, damit du da nicht nochmal suchst. Die Karte für einen Hunter ohne... Hier, alle Karten sind mies für Hunter. Eigentlich nee, das war einfach extrem viele Props. Also das ist schon... Also Bibliothek bei Nacht zum Beispiel ist wesentlich einfacher. Das sagst du und jetzt bin ich der Hunter und verkackst total. Auf jeden Fall. Das kann passieren, aber es ist trotzdem viel einfacher. Bleib liegen! Bleib liegen! Bleibst du da? Okay. Also erstmal zerstöre ich hier die ganze Umgebung, damit Müsli ein bisschen einfach ein bisschen... Bisschen mehr Spaß hat. Ja, einfach nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und wie das genau funktioniert. Das ist richtig. Das ist wie nett von dir. Wie jeder gute Gast wirft, geht man erstmal zu meinem Heim und wirft erstmal alle Regale um. Ne? Sehe ich auch so. Erstmal alles umgestalten. Verdammt, das kann nicht sein! Das erste Prop, das du antriffst, das bin ich! Komm schon! Tobo, renn um dein Leben! Ich gebe dir einen kleinen Tipp für die Zukunft. Als Hunter kannst du tatsächlich durch das Fenster. Was ist? Ich gebe dir auch einen guten Tipp für die Zukunft für unsere Namen, die wir vergeben haben. Ja, komm, kann... Ja, ich lerne das nicht mehr, ich bin alt. Die, was ist los mit dir? Ganz ehrlich. Es ist schwer. Nein. Und es ist spät. Der Tag war lang. Ist mal ehrlich. Ja, ist Turbo jetzt tot? Der ist ziemlich fix draufgegangen, ja. Sehr bedauerlich. Ich glaube, das war's dann. Mehr schafft der Hunter doch eh nicht. Das ist wahr. Ein fröhlicher Küssgriff. Den Turbo schaffe ich meistens, aber ja. Ach, kein Lobeszeugnis. Hast du das extra immer für Müsli? Bei mir versteckst du dich immer extrem gut. Kein bisschen. Aber ihr? Müsli kann mich einfach lesen. Und dich, mein Guter, kenne ich in- und auswendig. Oh ja. Ja, blaues Buch, ich sehe dich. Locke, spätestens seit dieser eine Nacht, über die wir nie wieder reden dürfen, weiß ich, wie du tickst. Oh ja, ich weiß, diese... Ja, über diese Nacht darf man wirklich nicht reden. Nein, das ist wirklich wahr. Aber deshalb reden wir jetzt nicht drüber. Aber seit dieser Nacht noch einige andere, wie wir ticken. Mag wohl sein, aber wir reden nicht drüber. Ist ja wohl klar. Nein. Seid so scheiße. Niemals.
Du hast wirklich Schwierigkeit mit diesem Buch, oder? Jetzt. Oh! Sehr gut, da waren es nur noch 3. Go, Book! Da waren es nur noch 3. Ich finde das so witzig, wie Nadu... im Bücherregal. Ich finde das so witzig, dass du über Tammy eben gerade so drüber gelaufen bist. Und hast es nicht gemerkt. So witzig. Psst, was gibst du hier so Tipps? Essie, das ist ja schon ewig her. Aber ist gut zu wissen, dass man über die anderen drüber laufen kann, finde ich. Ja, natürlich läuft man über Leute drüber. Wenn sie eine Leiter sind, kannst du sogar in ihnen hochklettern. Sehr praktisch. Alles ist möglich. Oh, 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 oh. I have kicked my only chicken. Das hast du jetzt gerade echt nicht gesehen? Ist das dein Ernst? Sie hat es nicht gesehen. Turbo, ja. Sie hat das nicht gesehen. Sie hat das nicht gesehen. Ich bin doch vor ihr rumgelaufen die ganze Zeit. Wie kann man das nicht sehen? Oh, krass. Ah, da fehlt jetzt aber jemand anderes dran. Gib's der Pflanze. Nieder mit der Natur. Sie hat es nicht verdient. Stirb, Natur. Natur ist doof. Natur greift mich jeden Sommer an. Dämliche Pollen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Nein, nicht Polen. Ich habe nichts gegen Polen, aber gegen Pollen. Ja, gegen Pollen habe ich auch was. Ja, also, naja. Nichts ich habe was, aber oder? Nichts Wirksames eben. Ja, dummerweise. Aber ich bin ja nur ein Landkind. Also, klar, da brauche ich natürlich auf jeden Fall erstmal Allergie gegen irgendwelche Gräser. Damit man auch jeden Sommer sich die Augen auskratzen muss. Ich habe halt einen sehr schönen Spruch über Asthmatiker gelesen. So, ja. Von allen Dingen, in denen du schlecht sein kannst, bist du scheiße im Atmen. Das stimmt. You suck at breathing, ne? Der macht dir eigentlich noch ein bisschen mehr Spaß, ja. Das gibt's doch nicht! Was denn? Müsli! Du bist zum zweiten Mal über Tammy drüber gelaufen, hast du es nicht gemerkt! Und hat sich 0 Meter bewegt in diesem Spiel! Krass! Ah, das Buch! Aber Müsli räumt dafür alle Rekorde ab. Sehr gut, sehr gut. Last Hits, Damage. Gut, die Rekorde waren jetzt auch relativ einseitig vergeben. Leute, ich bin Level 10. Ich habe einen Hut bekommen und ich habe einen Schatten bekommen. Ich muss jetzt... Frage ist, wollen wir eine kurze Aufnahmepause machen? Ich gehe ins Hauptmenü, wir ziehen uns um und dann machen wir weiter. Nein, läuft jetzt weiter. Ein Spiel machen wir noch. Bis morgen früh und wir singen Bumsfallera. Auf jeden Fall. Ich will aber die neuen Sachen ausprobieren. Ich will jetzt eine Hexe sein. Neue Sachen ausprobieren. Nein, du spielst jetzt noch eine Runde und das gefällt dir als Hunter. Wehe. Komm schon! Nein, ich bin eine Bitchwitch. Verdammt, da hätte ich jetzt was drum gegeben. Eine Kerze hier auf dem Dach, wie auffällig. Ja, vor allem das hier ist echt... Du hast ja noch das Häuschen und alles. Out of Mana. Ah, fürs Dach hat's noch gereicht. Easy. Das war gewollt. Ja, Dach ist eigentlich ein super Versteck, ne? Dach ist immer ein gutes Versteck. Du kommst halt auch. Ganz ehrlich, ich bin immer noch ein bisschen stolz auf mein Schornsteinversteck. Ich hätte nur ein besser positionierter Schornstein sein sollen. Ah, das wissen die Zuschauer nicht, aber ein Schornstein war Müsli auch mal und das war äußerst genial. Vor allem, da dieser Schornstein geraucht hat. Das war so unauffällig. So auffällig, unauffällig. Hintern. Ist jemand von euch Hunter? Nee. Nee, der... Kann ich euch erzählen. Du kannst frei reden. Ich habe mich hinter dem Bücherregal einfach eingeklemmt. Ich komme zwar auch nicht mehr raus, aber dafür findet man mich auch, glaube ich, nicht. Ah, Müsli, du bist ja in meiner Nähe. Und Turbo auch. Ja, ihr seid alle auf dem Haus. Müsli ist ungefähr einen Kilometer weg, aber... So, ich werde zusehen können, wie du drauf gehst. Oh nein, der hat keinen Huhn. Ernsthaft? Der hat keinen Huhn. Aber er hat dich schon gefunden. Ja, weil ich doof stand. Wenn ich hier rauskomme irgendwie. Zappel, zappel. All meine Möglichkeiten, mich zu tarnen, nicht die... Ich hab's geschafft, aus meinem Bücherregal rauszukommen. Das ist schön gut, aber der Hunter dürfte wahrscheinlich sehr da bei dir sein. Ja, aber wie... Na gut, ich meine, okay, der Enterhaken ist für dieses Level ja ganz geil, weil du auf die Dächer raufkommst, aber du bist halt nach wie vor komplett clueless, wo die sein können. Also, ich habe keine Ahnung, wo der Hunter gerade ist. Hey, kann es sein, dass die Tür nicht aufmachen kann als Prop? Nicht alle. Eigentlich schon, ja, aber nicht alle Türen gehen auf.
Interessante Info übrigens, es gibt von Ikea jetzt Marabou mit Lakritze. Das stimmt. Und mit, was war das andere? Pfirsich? Pfirsichkrokant? Nee, Apfelsinenkrokant oder was? Also so eher weihnachtlich. Das ist irgendwie gerade so eine politische Aussage. Ich bin ein Buch, was in einem Schneehaufen immer tiefer versinkt und vergessen wird. Echt, bist du eingeschneit? Das ist so tief. Ja, ich bin so halb eingeschneit tatsächlich. Stimmt. Ich würde da liegen bleiben an deiner Stelle. Und für was mag das stehen? Ne? Den Untergang der Welt? Untergang der Bildung? Oder irgendwie sowas? Oder einfach für ein für ein Buch, das irgendjemand im Schnee vergessen hat? Ich bin kein großer Kunstliebhaber. Schnee ist doch eine Erfindung von den Chinesen. Auf jeden Fall, ja. Ich dachte, der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen. Der Schnee auch. Erfindung der Chinesen. Hurricanes sind eine Erfindung der Chinesen. Das ist alles gar nicht passiert. Das ist alles nur Fake News. Und ganz wichtig, das ist jetzt eine Lebensweisheit. Wenn es unter 20 Euro kostet, ist es zollfrei. Egal ob Schnee oder was auch immer. Aber kuschelt ihr da gerade oder was geht da ein bei bisschen, euch ab? Ich glaube, das ist eine ziemlich beschissene Idee. Das ist eine total beschissene Idee. Aber ich konnte mich, er hat ja nur einen Grappling-Hook ja immerhin aufs Dach retten. Ich habe mich gerade wegbewegt, der Hand hat es nicht mitbekommen. Was nee, weil der, glaube ich, so sehr auf Turbo drauf ist, dass er sich gar nicht beachtet. Dann gehe ich halt wieder in den Schnee zurück. Vor allem, ich hinterlasse wirklich krasse Spuren im Schnee. Ich bin gerade ein bisschen deprimiert, dass ich der einzige Winch bisher bin. Ah! Und Turbo auch, ich muss unsere Ehre verteidigen. Dachte, ich könnte mich Nico noch irgendwie... Nico hat sich noch nicht verwandelt. Hier sitzt eine Witch und leuchtet vor sich hin. Fuck! Mist! Steht einfach auf er hat dem mich gesehen. Tag. Er hat mich gesehen, ich wusste es nicht. Der hat einfach auch einen sechsten Sinn. Der wusste es. Aber gut, es ist ein Buch, das mit dem Schnee liegt. Sinn? Ich habe mich die ganze Zeit bewegt. Ach so, ich dachte, wusste du liegst da dass der hinguckt. Du sagst, nein, du bist ein Buch, das still im Schnee liegt. Der steht da jetzt einfach die ganze Zeit rum. Und jetzt sieht er nicht mehr, jetzt geht er, bewegt sich ein bisschen. Und ja, rennt dem Hunter hinterher. Ach, der macht einen Decoy. Ah, das sind diese... Ja, die Doppelgänger. Genau. Warum? But why? Habe ich gerade nicht verstanden. Was, wieso? Ich glaube, er wollte einfach nett sein. Ich glaube auch. Nett. Er hat es nicht das verdient. Das war sehr, sehr kameradschaftlich. Irgendwie ja, schon. Und trotzdem nicht gut. So oder so, die Folge ist zu Ende. Es ist lang genug gelaufen. Oh. Liebe Zuschauer, danke fürs Zusehen. Wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüssi. Tschüss. Eigentlich spielen wir noch weiter.